Hallo, wie schön. Heute reden wir über den Mutterpass. Genau. Ein exklusives Dokument, was nur werdende Mütter ausgehändigt bekommen. Seit 1968. Stetig weiterentwickelt. Jetzt reden wir natürlich schon über den digitalen Mutterpass. Der wird auch bald Einhalt in diesem Land bekommen. Und 16 Seiten für eine Schwangerschaft, für deinen Schwangerschaftsverlauf, in dem wir alle Befunde dokumentieren können und aufführen können. Und die sind hier einfach wichtig, auch für deine zukünftigen Schwangerschaften. Übrigens, Spoiler-Alarm vorab, es passen nur 2 Schwangerschaften rein in diesen Mutterpass. Ich als Hebamme hoffe natürlich, du brauchst vielleicht noch 1 oder 2 mehr. Hab keine Angst, falls du ihn verlieren solltest. Wir stellen dir einen neuen aus. Natürlich mit dem Befund, die wir bis dahin schon erhoben hatten. Trotzdem guck, dass Hund, Katze, Geschwisterkind vielleicht nicht zu sehr zerstören. Obwohl ich persönlich finde es total lustig, wenn da so mit Buntstift und Wachsmalstiften auch mal sowas reingekrickelt ist. Aber, oder mal so Kaffeeflecken drin sind, ist auch total lustig. Aber kannst es auch in eine schöne Hülle packen, um es besser zu schützen. 1 Million Möglichkeiten, auch do it yourself. Klöppel, bastel, mach, was du willst. Ne? Dein Mutterpass, freu dich drüber. Du kriegst ihn ausgestellt, wenn wir deine Schwangerschaft festgestellt haben. Das heißt, nicht wenn du zu Hause den Test gemacht hast, sondern wenn du zur Hebamme in die Praxis gehst oder zu deiner Gynäkologin. Und dort schauen wir mit Bluttests, mit Tastbefunden und im Ultraschall, je nachdem, ob eine Schwangerschaft vorliegt. Und dann bekommst du ihn. Genau. Und in den Richtlinien ist es halt verortet. Diese Dokumente gehören hier rein. Wie oft kannst du zur Schwangerschaftsvorsorge? Also der Impuls dieses Tutorials war halt, dass mir aufgefallen ist, jetzt nach all den Jahren, dass ich den eigentlich immer gerne erkläre im Vorgespräch, weil ich die Leute mal frage. Ich sage dann immer, verstehst du eigentlich, was da drin steht? Versteht ihr, welche Befunde das sind? Wofür ihr den habt? Und dann sagen die immer so, hey, ich habe mal gegoogelt oder nee, weiß ich nicht, könntest du mal? Und deswegen habe ich gedacht, ist das vielleicht für dich auch interessant. Also, Schwangerschaftsvorsorge alle 4 Wochen bis zur 30. Woche. Je nach Indikation natürlich auch öfter am Anfang. Aber ansonsten regulär alle 4 Wochen und ab der 30. Woche alle 2 Wochen. Und sofern du den errechneten Termin erreichst, alle 2 Tage. Dann auch noch einfach engmaschiger, weil wir dann natürlich ein bisschen näher hingucken wollen. Genau, und wir gehen jetzt einfach ganz systematisch mal vor und schauen, was steht auf Seite 1. Lehn dich zurück, nimm dir was zu trinken, schnapp dir deinen Mutterpass, schlag die Seite 1 auf. Unspektakulär, aber trotzdem natürlich wichtig, die Kontaktdaten deiner betreuenden Personen und den Untersuchungstermin. Nochmal hier vorab, du bist unsere Auftraggeberin, ne? Also du kannst die Schwangerschaftsvorsorge nutzen, du bist nicht verpflichtet, sie zu nutzen. Wenn du von mir betreut werden würdest, würden wir nach Beendigung unseres Termins, würde ich dich dann fragen, wann möchtest du wiederkommen? Und in Absprache dessen, Wechselgynäkologin, nur bei mir, was weiß ich, Urlaub hier, nee, möchte nicht. Absprache, aber dir steht es laut den gesetzlichen Mutterschaftsrichtlinien natürlich zur Verfügung, die Parameter, die ich eben genannt habe. Das war's schon für Seite 1. Seite 2, allgemeine Angaben zu dir, inklusive Geburtsdatum, aber dann wird es direkt wichtig. In den ersten Blutentnahmen und Tests, die wir machen, Pipi, Blut, Abstriche, ist natürlich für uns total wichtig, welche Blutgruppe hast du eigentlich? Weil für den Notfall müssten wir ja deine Blutgruppe wissen. Für Konserven natürlich, aber uns interessiert ganz wichtig zum Schutz für das Kind, bist du Rhesus-negativ oder Rhesus-positiv? Wenn du Rhesus-negativ bist, nehmen wir aus der Nabelschnur nach der Geburt Blut ab, untersuchen direkt auf die Blutgruppe deines Kindes. Sofern diese anders sein sollte als deine, bekommst du von uns ein Medikament, intramuskulär gespritzt, um vor zukünftigen Schwangerschaften geschützt zu sein. Dann siehst du
den Antikörpersuchtest mit 3 Feldern. Dieser wird zu Beginn abgenommen, dann später in der 28. bis 30. Woche nochmal. Wenn alles negativ ist, fein. Wenn irgendeiner positiv ist, haben wir das 3. Feld auch noch zur Verfügung. Die Rötelnimpfung. Da ist, glaube ich, jede Schwangere mittlerweile sehr gut informiert, oder? Dass man Röteln durchlebt haben sollte oder einen genügenden Schutz durch eine Impfung haben sollte. Wir kontrollieren das aber, weil wir einfach darüber Bescheid wissen möchten, ob der Schutz noch ausreicht, um, falls du in Kontakt mit einer röteln-infizierten Person in den ersten 3 Monaten hast, es ja zu Fehlbildungen beim Kind kommen kann. Deswegen wichtig für uns. Jetzt schaust du auf Seite 3, Nachweis von Chlamydia trochomatis. Chlamydien können übertragen werden, schon beim ersten Geschlechtsverkehr. Es kann aber sein, dass du diese Erkrankungen, also diese Bakterien, gar nicht merkst. Sie können Entzündungen an deinen Augen, an deiner Lunge und an deinen Harnorganen hervorrufen. Also im schlimmsten Fall auch eine Gebärmutterschleimhautentzündung, wenn es aufsteigt, oder Gebärmutterhalsentzündung. Es könnte auch sein, dass das Risiko erhöht ist von Eileiterschwangerschaften. Und wir möchten es einfach wissen, ob du Träger von Chlamydien bist, weil wir können es super behandeln mit Antibiotika. Und dann ist dein Kind bei Geburt nicht mehr in der Gefahr, angesteckt zu werden. Und wir haben die Krankheit kuriert und alles ist außer Gefahr. Genau, denn natürlich können diese Bakterien auch eher mal eine Frühgeburt durch einen vorzeitigen Blasensprung auslösen. Rechts daneben LSR. Das ist ein Reaktionstest, der auf die Erkrankung von Syphilis hinweist. Und wir wollen einfach wissen, hast du die nicht? Hast du die Krankheit gerade akut durchmacht? Dies aber wird anonym nachher im Ergebnis aufgeschrieben. Ich sehe aber dann als Hebamme einfach, dass ich sie auch durchgeführt habe und das Ergebnis besteht auch, aber nicht öffentlich in dem Mutterpass. Genau. Unten rechts siehst du dann den Nachweis von HBS-Antigen. Es geht einfach darum, dass wir wissen wollen, bist du Hepatitis B erkrankt, irgendwie positiv, wenn nein, fein. Wird es zum Ende der Schwangerschaft ab der 32. Woche per Blut abgenommen. Aber wenn was positiv sein sollte, müsste das Kind nach Geburt unmittelbar mit einer Impfung geimpft werden, und zwar aktiv und passiv, um es zu schützen. Schlage weiter um die Seite 4. Seite 4, Angaben zu vorangehenden Schwangerschaften. Genau, nicht nur das Jahr, wir führen hier wirklich auch auf. Und da gehen wir jetzt einfach mal eben die Begrifflichkeiten dort durch. Ausgang der Schwangerschaften und Geburten. Spontangeburt nennen wir, wenn das Kind durch die Scheide geboren wurde. Das ist nicht spontan, ne? Nicht immer. Vaginal spontane Geburt sagen wir dazu. Sektio ist der Kaiserschnitt, das wissen mittlerweile doch sehr viele. Vaginale Operation, das bedeutet Geburtszange oder Geburt die Sauglocke. Der Abort ist die Fehlgeburt. Abruptio ist die Abtreibung. EU, die extrauterine Schwangerschaft, also die Eileiterschwangerschaft. Und wir vermerken auch die Schwangerschaftswoche, den Verlauf. Gab es Besonderheiten, Gewicht, Geschlecht? So kann ich das immer direkt sehen. Oder jemand, der deinen Mutterpass in den Händen hat. Aha, hier haben wir schon eine Frau, die hat schon 2 Kinder. Eins davon kam aber in der 28. Woche. Oder ach, das ist eine Mehrlingsmama, bla bla bla. Also, wichtiges Ding. Beratung der Schwangerschaft. Die Kreuze sollten alle gemacht werden. Oft stelle ich nur fest, sie werden einfach gemacht, aber es wurde gar nicht die Frau dazu beraten oder einfach gefragt, wollen sie dazu die Beratung. Nochmal hier nur als Sidestep, du hast Anspruch auf 2-mal Zahnarztbesuchen in deiner Schwangerschaft. Und der HIV-Antikörpertest darf wirklich auch nur durchgeführt werden, wenn du beraten und zugestimmt hast. Risikoberatung gehört ja auch noch dazu. Das heißt, die Pränatal, also welche Pränatal-Screenings stehen dir zur Verfügung? Und Aktivität und Sport wisst ihr ja aus vielleicht anderen Quellen schon, Tutorials oder auch
meinem Buch oder meiner Seite oder den Kursen, rate ich echt an, in jeder Schwangerschaft bleib aktiv, mobil. Genau, und Ernährung auch, auch vielleicht kundtun, ob du Veganerin oder Vegetarierin bist. Ihr seid meistens sowieso besser aufgeklärt. Trotzdem kann man da nochmal dann eher vielleicht eine B12-Abnahme machen oder überhaupt auf andere Sachen schauen. Seite 5, formelle Sachen oben, Alter, Gewicht, Größe. Gravida heißt, wie viele Schwangerschaften waren da, Para, wie viele Geburten. Und jetzt kommt der Abschnitt A, super groß. Der nimmt bei mir in den Vorgesprächen sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Weil die ausführliche Anamnese, die stelle, also beide Fragen, sofern ein Paar vor mir sitzt, stelle ich die Fragen an beide. Deine eigenen schweren Erkrankungen, die aktuelle Befindlichkeit. Also ich meine, es ist für mich doch schon wichtig, ob die Frau sagt, mir geht's gut, aber Partner, Partnerin daneben sagt, ich bin gerade im Burnout, ich komme gerade erst aus einer Klinik oder ich habe gerade meine Mutter verloren. Also ich möchte wirklich einen Rundumblick haben, was erwartet mich in dieser Schwangerschaft. Gibt es Erkrankungen, die an dieses Kind weitergegeben werden können? Und die könnten einfach nicht nur von der Frau kommen oder ihrer Familiengeschichte. Ist da Diabetes in der Familie, Herzerkrankungen, Bluthochdruckerkrankungen? Hat die Frau eine eigene Hüftdysplasie gehabt, als Kind eine Spreizhose getragen? Sondern das Gleiche einfach auch für den Partner. Das finde ich super spannend. Eigene OPs, die schwer waren und vielleicht auch in kürzerer Vergangenheit erst stattgefunden haben, gerade an natürlich im Unterleib. Wie ist die Schwangerschaft? Ja, war sie geplant? Hat es lang gedauert? Ich möchte einfach ein Bild haben. Genau. Oft sagen die Frauen nämlich, nee, ich bin total gesund. Und dann sage ich, nimmst du regelmäßige Medikamente? Da kommen wir nämlich dann zu Seite 6. Da schreibe ich die Besonderheiten hin. Und ihr seht, da sind so ganz viele Ziffern. Das könnte sein Oligohydramnion, zum Beispiel die 37, zu wenig Fruchtwasser. Die 39, die Plazenta-Insuffizienz, wenn die Plazenta einfach nicht mehr gut versorgt. Und ich frage auch immer, welche Medikamente sie nimmt. Und dann sagt sie L-Tyroxin. Dann sage ich, ah, Moment, dann hast du aber doch was an der Schilddrüse. Oder substituiert sie mit Vitamin D, Folsäure, Jod. All das schreibe ich auch immer dazu, damit ich das einfach im Blick habe und bei jedem Termin nicht nur in meiner Karteikarte überall blättern muss, sondern dann auch sehe, aha, oder auch sehe, ah, du nimmst ja L-Tyroxin, wann hast du denn das letzte Mal ein TSH abnehmen, hast lassen, also die Schilddrüsenparameter, sollen wir das heute mitmachen oder denkst du dran, ach so, du bist beim Endokrinologen nächste Woche sowieso. Also dann macht man es sich auch ein bisschen einfacher, ne? Auch für dich. Genau, und dann siehst du natürlich das Wichtigste, die Terminbestimmung. Und erlebe nur noch, dass alle Frauen eine App haben. Oder sie holen ihr Kalenderchen raus, weil ich frage dann immer, wann habt ihr, weißt du, wann ihr das Kind gezeugt habt? Und dann kommt immer so ein Lächeln, so ja, so und so. Und ich schreibe das wirklich hin und das ist der Konzeptionstermin. Und den Zyklus kann man auch eintragen. Und wenn ich den nicht weiß als Frau, dann schreibe ich als Hebamme unregelmäßig dahin. In meinem Tutorial über den errechneten Termin ist das nämlich nicht uninteressant, wenn man einen total unregelmäßigen Zyklus hatte, lässt sich der errechnete Termin auch viel, viel schwerer bestimmen und hat dann vielleicht nachher in der Konsequenz auch nochmal einen anderen Verhandlungsspielraum oder muss man anders drauf gucken. Genau, und der berechnete Entbindungstermin, der kann im Verlauf korrigiert werden und es gibt auch noch Kommentarspalte unten. Und es ist einfach auch noch wichtig, es gibt ja Tests, die euch angeboten werden, die zur Verfügung stehen, zum Beispiel CMV, Zytomegalie, das sind Viren, die über Speichel übertragen werden und je nachdem, in welcher beruflichen Situation du arbeitest oder ob du mit Menschen Kontakt hast, wo du dich durch Beißen, Anspeicheln, Ablecken gefährdet bist oder im Gefahrenbereich arbeitest, sollte dieser Test vorgenommen werden.
Genauso wie, bist du Katzenbesitzerin, Toxoplasmose, weil die Toxoplasmose kann nur durch den Katzenkot hervorgerufen werden, aber auch bei Gärtnerinnen oder Menschen, die viel in der Erde buddeln. Deswegen auch zu Hause im heimischen Garten oder Balkon, zieht Handschuhe an, gart das Fleisch richtig durch, schon auch wegen der Listerien, und lass das Katzenklo von jemand anderen ab sofort säubern. Genau. Beta-Streptokokken ist auch noch ein Test, der zu den sogenannten IG-Leistungen gehört, also den man privat zahlen muss, meistens jedenfalls, also eigentlich, aber komischerweise gibt es da auch keine, also es gibt Praxen, die machen es einfach, aber prinzipiell ist es eine IG-Leistung, und der wird erst in der 36. Schwangerschaftswoche per Abstrich vorgenommen, könnte eine Gefahr für das Kind bedeuten. Und deswegen möchte man das mit diesem Test wissen. Bist du Träger von positiven Beta-Streptokokken? Wenn du positiv bist, würdest du unter Geburt eine Antibiose-Infusion bekommen, um das Kind vor einer Infektion zu schützen. Genau. Ich glaube, damit machen wir für den ersten Teil hier Schluss und du guckst direkt beim zweiten Teil weiter, wo wir dann auf das Gravidogramm für Seite 7 und 8 näher hinschauen. Bis gleich.